saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Wie vermeide ich Stress im Alltag? Machen wir es wieder anders. Warum sollte ich sowas tun? Es wäre schade. Es wäre sogar lebensgefährlich, wenn ihr anfangt, Stress zu vermeiden. Stress ist prima. Stress hat uns hierher gebracht. Nur weil unsere Vorfahren dazu in der Lage waren, weil die das konnten, das ist eine echte Kunst, sind wir hier. Stress befähigt uns dazu, in Alarmsituationen, in Gefahrensituationen, entweder mit aller Kraft wegzurennen oder mit aller Kraft zu kämpfen. Das ist ein Überlebensmechanismus. Wenn ihr Stress abstellt und ihr kommt im Straßenverkehr in eine gefährliche Situation, jetzt ist es rum. Ohne Stress reagiert ihr viel langsamer, viel weniger Energie. Euer Körper ist nicht so leistungsfähig und euer Körper ist ohne Stress bei Verletzungen sehr schnell außer Gefecht. Mit Stress lässt sich das alles viel besser mit dem Körper verarbeiten, mit dem Kopf verarbeiten. In Alarmsituationen brauchen wir den Stress. Was wir viel eher meinen mit, wie vermeide ich Stress im Alltag, ist, den nicht so lange andauern zu lassen. Stress ist für kurzfristige Situationen gedacht. Es gibt eine Alarmsituation, ich renne jetzt weg oder ich kämpfe. Und dann ist es vorbei. Wir haben heute so viele Einflüsse aus der Umwelt, dass für unser Hirn möglicherweise andauernd irgendwelche Alarmsituationen entstehen. Und manchmal wir auch schon das stressige Gefühl als Stress empfinden. Und dann reden wir auch noch ständig mit anderen Leuten über den Stress. Wir reden jetzt hier auch schon wieder über den Stress. Und schon das Wort Stress ist was, was uns stresst. Jetzt wird's schädlich. Halten wir den Stress über lange Zeit aufrecht, dann nimmt unser Körper, nimmt unser Kopf Schaden. Denn diese ständige Bereitstellung von dieser wahnsinnigen Energie und diese ganzen Stresshormone, die im Blut und vor allen Dingen im Hirn eine Rolle spielen, die schädigen auf lange Zeit, weil das alles enorme Kräfte sind, die da wirken. Worum es uns dabei geht, ist, den Stress immer wieder auf ein normales Level zu bringen, und wenn wir dann brauchen, dann wollen wir ihn auch haben. Und dann geht es unserem Körper auch gut und unserem Hirn geht es damit gut. Die Dauer, das sollten wir beschränken. Und was da eine große Rolle spielt, ist, dass ihr euch immer mal wieder kurzfristig entspannt und dass ihr auch eurem Körper die Möglichkeit gebt, die Stresshormone abzubauen. Denn sind die Stresshormone im Blut, dann kann es auch sein, dass unser Hirn allein durch das Feststellen der Stresshormone den Stress erneut ausruft. Also selbst wenn ihr in der Abbauphase seid, kann es sein, dass unser Hirn das durcheinander bringt und aufgrund der Stresshormone Stress ausruft, weil es glaubt, oh, wir haben Stress und hat irgendwas nicht mitbekommen. Und die Stresshormone aus dem Blut abzubauen, darum soll es uns jetzt hier gerade mal gehen in diesem kleinen Video. Adrenalin, und das ist der Alarmgeber, das ist der Auslöser bei dieser ganzen Sache. Das sollte aus dem Blut verschwinden, wenn ich keine stressige Situation mehr habe. Und da gibt es einfache Möglichkeiten. Das erste ist, trinkt Wasser. Trinkt viel Wasser. Das ist aber an anderen Stellen sehr, sehr gut und immer wieder wird empfohlen, trinkt viel Wasser. Trinkt viel Wasser in stressigen Momenten, stressigen Situationen, und baut das Adrenalin ab. Bewegt euch. Ich muss nicht immer mit dem Aufzug fahren. Ich kann auch mal die Treppe nehmen. Ich muss nicht mit meinem Auto ins Einkaufszentrum fahren zum Einkaufen. Ich kann auch ein Stückchen weiter weg parken und mich dabei bewegen. Bewegung baut das Stresshormon schlechthin ab.
Adrenalin. Bewegt euch und trinkt viel Wasser. Und ihr fahrt den Stress nach unten. Hey, you. I saw you from the distance. Hey, you. Can we talk?